Und damit wieder herzlich willkommen bei Little Big Planet 3. Der letzte Part ist schon eine ganze Weile her. Ja, ich weiß, sorry. Aber Fakt ist nun mal, dass dieses Spiel leider die größten Probleme aufweist, was mit der GEMA zu tun hat. Bitte? Mein liebes Sackding, bitte hilf! Oleg hat die falsche Musik gespielt und die Bären sind jetzt unglücklich. Wenn wir nicht zu einer beruhigenden Musik wechseln, werden die Bären nie wieder tanzen. Das wäre traurig. Würde ich unglaublich gerne machen, aber GEMA. Nein, wir konzentrieren uns weiter auf die Story. Ich muss allerdings gucken, wo ich die nächste Mission finde. Moment, hier nicht. Wo? Hier, eine Kugel fehlt uns noch für eine Toggle. Eine Kugel ist immer noch verschwunden. Suche in allen Ecken. Bankums Zukunft liegt in deinen Wolfhäustlingen. Einmal hoch, bitte. Flupp. Habe ich das schon? Ja, habe ich schon. Schade. Ah, oh, okay. Echt cooler Aufzug, muss man sagen. Man hier runter? Nö. Okay. Dann nicht. Ach Moment, da kann ich auch noch runter. Der Heldtoggel wird bald wieder erwachen, aber dazu musst du die letzte. Ah, ich glaube, ich hab's gefunden. Super. Da wird die letzte Murmel sein. Liegt eine weitere Murmel. Vielleicht die erste. So, beim letzten Part hatte ich zum ersten Mal. Die Murmel ist tief im Inneren des Labyrinths verloren gegangen. Du musst einen Weg finden, sie in die Freiheit zu führen. Okay. Ha, sieh mal einer an. Cool. Unten ist oben, oben ist unten. Wirklich amüsant, oder nicht? Yeah. Ja, das ist wirklich cool. Wie gesagt, beim letzten Part hatte ich zum ersten Mal nicht das Problem, dass die GEMA mein Video sperren wollte, weil irgendwelche Musik drin vorkam. Was vielleicht den Grund hat, dass ich ständig gelabert habe. Und deswegen werde ich das hier jetzt auch. Manchmal kommt man wirklich nur mit einem Blinzelball vorwärts. Weißt du noch, wie man ihn benutzt? Ja, natürlich. Mein Kopf ist voller Sand. Ich hab's vergessen. Ich nicht. Guck mal, genau so. Ich glaube, ich weiß es wieder. Mit dem rechten Stick zielst du mit dem Blinzelball. Ja, da ist die Murmel. Schnell, zieh die Kette. Wir holen die Murmel. Wir hauen ab. Kinderspiel. Das ist viel zu einfach. Plopp. Nein, 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 nein. Die Murmel rennt weg. Schnell, ihr nach. Hol sie dir. Ach, nö. Auf der Flucht. Fang die Murmel. Warte. Cool. Ein geiles Detail gerade, die Musik spielt rückwärts, wenn ich an der Decke klebe. Das ist ziemlich nett gemacht. Ich frage mich, ob man ernsthaft die Musik so einstellen kann, dass sie rückwärts läuft. Muss ich später mal nachgucken, wenn ich mal eigene Level baue. So ist es gut. Sie bewegt sich. Okay. Also der erste pisst sich der Typ an, weil die Kugel abhaut, also die Murmel. Und jetzt plötzlich soll ich dafür sorgen, dass sie abhaut. Mist! Ich habe mich gerade gekillt. Was schade ist, weil ich hatte bis jetzt noch kein Leben verloren. Aber gut, gut. Machen wir einfach weiter. Das mit über Kopf finde ich ziemlich cool. Blup! Gibt's da was? Nö. Da gibt's nichts.
Das ist nett. Okay. Sehr gut. Plopp. Wo ist die Murmel? Ach, da. Da ist die Murmel. Und aufwärts. Ach. Plopp. Gut. Weiter jetzt. Gib mir da was. Nö. Okay. Hätte ja sein können. Ah, okay. Ich sehe schon. Hä? Okay. Ja, gut, dann halt so. Dachte, es steht auch so, aber nö, nö. Na komm schon. Was ist das? Hä? 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 Ah! Hm, okay, ich verstehe. Lop. Hä? Hä? Hm. Übersehe ich hier etwas Entscheidendes? Ach ja, ich übersehe hier was sehr Entscheidendes. Plopp! Tot! Noch nö, ernsthaft? Okay, hier bräuchten wir wieder zwei Leute. Das ist schade, weil ich keine zwei Leute habe. Bedauerlich, bedauerlich. Was? Oh, cool. Wir können ihn ja auch als Geschoss verwenden, um Gegner zu killen. Das finde ich ziemlich cool. So. Oh, Bugge. Ey, komm. Das war ja wohl nicht meine Schuld, oder? Normalerweise hätte es ein bisschen eher da sein sollen. So, dass man auch erkennen kann, dass man da drin stirbt. Ja, jetzt zum Beispiel. Naja, okay. Das ist ja... Das ist halt, dauerhaft. Dauerhaft animiert, würde ich mal sagen. Und deswegen kann das halt auch erst so spät vorkommen. Wenn das jetzt erst animiert wäre, wenn ich erscheine, so wie bei Mario Maker zum Beispiel, kann es natürlich auch zu komischen Situationen kommen. Wie zum Beispiel, dass ein Item nicht rechtzeitig aufploppt, was man aber bräuchte. Und man eigentlich dann plötzlich im Rätsel liegt. Wie zum Teufel komme ich hier weiter? Das ist natürlich nicht gegeben, wenn halt dauerhaft alles animiert ist. Beziehungsweise in dem Moment animiert ist, wenn man sozusagen die Renderbox. Nennt man das Renderbox? Ich weiß es gar nicht. Aber sobald man halt die im Grunde genommen passiert und das ganze Zeug halt gerendert wird und dargestellt wird und geladen wird. Ja. Ist, denke ich mal, die Empfindlichkeit bei dem Spiel sowieso höher als bei Mario Maker. Mario Maker ist halt echt so, wenn du einen Meter davor stehst, dann wird das animiert und geladen, die Situation. Und wenn du halt Pech hast, ist es halt ausgerechnet in dem Moment so, dass das Item, wie zum Beispiel eine Feder, dass sie zwar theoretisch da ist, aber halt erst ein paar Sekunden später dort erscheint, weil das Spiel es halt nicht anders zulässt. Das hat halt zur Folge, dass du, wenn du halt zu schnell unterwegs bist, eigentlich gar nicht weißt, was du tun sollst. Ups. Ah, da. Okay. Ich weiß nicht, ob man jetzt das verstanden hat, was ich meine. Keine Ahnung. Es hat ein bisschen viel. Ich versuche, wie ihr ja schon merkt, viel zu reden, damit es bloß keinen Ärger gibt. Weil darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Am Ende das ganze Video nochmal von vorne zu machen. Und das könnte natürlich im schlimmsten Fall der Fall sein. Aber hofft einfach mal für mich mit, wenn ihr das hier gerne schaut, dass es halt keine Probleme geben wird. Und die Musik ist aus.
Und da ist die Murmel. Da ist die Murmel. Da ist die Murmel. Plupp. Geil. Jam Toggles Murmel Nummer 3. Sehr geil. Bum. Natürlich Leben verloren, wie immer. Meine Fresse, ich habe schon lange nicht mehr nachgeguckt, wie viel Stuff wir eigentlich haben. Heurika! Mein Herz, es schwappt richtig über vor Freude. Die letzte Murmel ist an Ort und Stelle und bald schon kehrt Toggle zurück. Die Ziggurat wird wiederhergestellt. Nie wieder fuseliger Gehirnmatsch anstelle des großen Funkelns der Inspiration. Okay, okay. Es kann losgehen. Mit dem guten Toggle. Los geht's! Ah, der Newton. Der Newton, der Newton, der Newton. Oh, mein Gedankengang ist ohne mich gegangen. Was habe ich gesagt? Ah, ja. Balletttänzer. Okay, wieder wunderschöne Musik. Die wahrscheinlich GEMA-geschützt ist. Oh Gott. Ah. Macht das Spiel wirklich sehr viel Spaß, aber warum? Wie sieht der denn aus? Okay. Das hatte ich jetzt nicht so erwartet. Wenn man von Toggle spricht, was dich nicht verändert. Und wie geht's dem Kleinen? Ich bin noch ganz der Alte, was? Vielleicht kannst du deine Fähigkeiten abstauben und sie uns demonstrieren. Plup, 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 plup. Ah. Cool. Yeah. Jetzt auf zur Ziggurat. Ich werde alles erklären. Okay. Moment. Das wäre doch viel zu einfach, oder? Natürlich wäre das viel zu einfach. Also, das ist wohl ein großes Problem. Aber kein Problem für den mächtigen Toggle. Wir sehen uns bei der Ziggurat in 2 Sekunden. Okay. Und damit hätten wir Toggle. Wechsle deine Gestalt mit der L1-Taste. Wechsle wieder zurück mit der L1-Taste. So kannst du den Toggle umschalten. Das ist ziemlich cool. In welche Richtung sollen wir eigentlich? Können wir Items verwenden? Nein. Boom! Das ist cool. Als großer Toggle kann ich halt schwere Sachen wegschieben. Bin aber wesentlich langsamer als Sackboy zum Beispiel. Und als kleiner bin ich sehr schnell. Ja, genau. Oh, schaut euch das hier mal an. Den Hintergrund. Voll geil. So Sternenhimmel im Grunde genommen. So Glitzereffekt. Das finde ich echt schön. Da wird mir definitiv was einfallen dazu. Ich werde ja demnächst irgendwann mal... Ich weiß nicht genau wann, aber im Grunde genommen werde ich sowas wie Create and Talk machen. Wir werden das wahrscheinlich... Er kann Sachen herunterdrücken oder absinken lassen. Wechsle dann wieder zu kleinen Toggle und erlebe die Physik in Aktion. Das ist cool. Jedenfalls hatte ich sowas vor wie... Create and Talk. Wir werden das aber nachmoderieren, denke ich mal, weil
ernsthaft etwas zu bauen und dabei noch sinnvolle Sachen zu reden, das wird unglaublich schwer. Guck mal. Ich weiß noch nicht, mit wem ich das mache. Ups. Ich dachte eigentlich erst an Miss Nerd Girl, aber da weiß ich gar nicht, ob die so Zeit dafür hat. Guck mal. Ansonsten, ich denke mal, es wird sich auf jeden Fall jemand finden, der Bock auf sowas hat. Ah, cooles Wasser. Super. Ja, ich weiß. Ja. Ich bin etwas gehypt wegen den ganzen schönen Sachen hier. Also, ihr könnt das vielleicht nicht ganz nachvollziehen, aber manche Materialien, die es hier gibt, die hat man sich früher immer gewünscht. Und auch wenn es leider nicht ein Media Molecule ist, finde ich trotzdem Sumo Interactive oder Sumo Studios. Ich kann mir den Namen nicht merken, because, naja, so. Ja. Es ist halt jetzt nichts Besonderes vom Namen her, finde ich. Da war Media Molecule doch schon ein bisschen interessanter und kreativer vom Namen. Aber egal, ich wollte eigentlich sagen, ich finde das Design trotzdem super schön. Haben die echt toll gemacht. Und es wäre eigentlich nur schön gewesen, wenn sie es halt das ganze Projekt nicht so im Nachhinein verkackt hätten, sage ich mal. Ja. Die haben halt leider sehr viel falsch gemacht bei der Entwicklung von dem Spiel hier. Die ersten Monate von dem Spiel sollen furchtbar gewesen sein. Habe ich mir mal im Internet angeguckt. Dauernde Abstürze und ja, jedenfalls nicht sehr lustig. Mittlerweile ist es halt sehr solide. Ist leider nur ein bisschen zu spät. Aber naja. Es spielt sich trotzdem noch sehr schön. Es ist nur. Boah! Das ist gemein. Es spielt sich sehr solide, es ist halt sehr schön. Es ist halt nur unglaublich gemein, dass halt so viel geschützte Musik drin ist, die ausgerechnet nur in Deutschland nicht erlaubt sind. Ja, ich weiß, ich rede ziemlich viel von diesem Thema. Es tut mir auch irgendwo leid, aber wenn er im Grunde genommen in meiner Situation wärt, wo man wirklich solche Videos aufnimmt und eigentlich für den Zuschauer und für sich selbst eben etwas Schönes gestalten will, ärgert man sich halt unglaublich sehr, wenn das, was man halt erschaffen hat, wie eben so ein unterhaltsames Video, würde ich behaupten, einfach nicht sichtbar ist. Gelöscht wird oder halt gesperrt wird wegen Lappalien. Ich meine, es ist doch irgendwo Quatsch, etwas in einem Land zu verbieten und in den anderen wiederum zu erlauben. Und halten sich wie Eisläufer auf dem Wasser. Sehr nützlich. Das ist cool. No. Ja, komm schon. Ja, super. Habe ich einen Schwan? Nein, ich habe natürlich keinen Schwan. Ich habe irgendwie nie die Sticker, die hier gebraucht werden. Hä? Moment. Was ist das? Hä? Ach, das ist der Typi. Hä, so klein bin ich doch gar nicht gerade. Das halte ich für ein bisschen unglaubwürdig, aber okay. Wir gehen jetzt mal nicht da rein. Wir gehen da rein. Und wieder hoch. Wuhu. Sehr cool. Wir haben neue Musik entdeckt. Oh, okay. Hup. Und hoch. Und runter. Oh, Moment. Da will ich noch rein. Hä? Ha. Hä? Was soll das denn?
Ja, dann halt nicht. Ja, dann leck mich halt. Dann gehe ich da halt nicht rein. Puh. Manchmal ein bisschen komisch, wie man da reinkommen soll bei manchen Sachen. Aber egal. Wie gesagt, die Story ist ja halt mehr oder weniger nebensächlich. Klar, es ist halt sehr interessant zu sehen. Sehr lustig auch gemacht alles. Aber da kann man jetzt leider nicht so viel erwarten. Später, wenn es halt wirklich sozusagen an den kreativen Modus rangeht, wird das Ganze noch ein ganzes Stückchen interessanter werden. Das kann ich euch versprechen. Ups, das war nichts. Komm schon. Ja, so macht es mehr Sinn. Und ein Aufzug hoch. Na, 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 na. Shit. Wo bin ich jetzt? Oh, oh. Okay. Wir müssen jetzt echt gucken, dass wir mit Toggle gut agieren. Wir müssen halt einerseits sehr schnell rennen, bevor uns die Deckung geben kommt. Aber wir müssen halt gleichzeitig auch sehr stark sein. Deswegen, wir müssen halt immer einen richtigen Moment zur anderen Größe wechseln. Damit wir nicht zermatscht werden. Ja, es hat ganz gut geklappt. Secret? Kein Secret? Echt nicht? Dann nicht. Puh? Puh? Daneben nicht. Dann fahre ich jetzt ganz bequem hier hoch. Und wir haben das Level geschafft. 3 neue Items. Sehr schön. Und weiter geht's. Todel ist wieder wach. Unser letzter Held Swoop ist in der Bankum-Lagune. Nimm den Aufzug dorthin, okay? Oder erkunde die Ziggurat als Toggle. Das stört mich nicht. Okay. Also wir haben Toggle auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr cool. Ach, jetzt verstehe ich auch, wie viele die Dinger sind. Plopp. Dann einmal aufwärts bitte. Wir gehen natürlich direkt weiter. Ich habe ein unglaublich cooles Outfit, muss ich immer wieder sagen. Oh. Newton. Ah, lieber Wollkopf, wie wundervoll, dass du da bist. Wie bitter es für dich sein muss zu sehen, wie kreativ ich geworden bin. Aber das ist erst der Anfang, liebe Freunde. Das kreative Herz gehört jetzt allein mir. Ja, mir. Alle Gedanken und Träume von Bankem liegen jetzt allein in meinen Händen. Und wer ist das? Noch einer von Bankems gestrigen Helden. Tja, du sahst auch schon besser aus, nicht wahr? Spielt keine Rolle. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Okay, ich würde mal behaupten, Endgegnerzeit. Okay. Oh, jede Menge Ketten. Erinnert ein bisschen an God of War. Und, wem haben wir denn hier? Okay. Okay. Also das ist definitiv nicht der Gott des Krieges. Aber jemand, der mindestens genauso kacke ist. Also, ich meine jetzt nicht Kratos kacke, sondern. Ich meine Ares. Ares, der Gott des Krieges. Der war ein Arsch.
Habt God of War nicht gespielt? Tja, habt ihr was verpasst. Ey! Scheiße! Das ist gemein. Wenn ihr God of War nicht kennt, unbedingt spielen. Lohnt sich. Ey, bitte dich. Hey, da geht gerade ziemlich viel im Hintergrund kaputt. Das höre ich. Ja. Oh, komm schon! Das ist doch ein schlechter Witz. Ja, natürlich! Könnte das nicht irgendwo mal erscheinen, wo ich nicht alle 3 Sekunden drauf gehe? Danke. Die Form des Levels kenne ich schon. Das gab's in Little Big Planet 1 auch mal. Ich persönlich bin... Ist doch nicht dein Ernst. Bin persönlich absolut kein Fan davon, weil stumpf wegrennen, während alles im Hintergrund kaputt geht, finde ich einfach blöd. Finde ich nicht gut. Also ich hätte jetzt eigentlich schon gern einen vernünftigen Endgegner. Okay, wir bekommen keinen vernünftigen Endgegner. Finde ich, ehrlich gesagt, sehr bedauerlich. War okay, man hätte auf jeden Fall mehr haben können. Stilles Wasser. Ich wusste, du kannst es. Die Titanen versprechen schnellen Erfolg. Aber wie wütende Hühner kann man sie nicht kontrollieren. Sie führen den Newton wie eine Marionette. Die Titanen, nicht die Hühner. Du musst den dritten Titanen finden und besiegen, bevor die Zeit abläuft für uns alle. Der Aufzug geht zur Vancum Laguna. Wecke dort, Swoop. Nur zusammen könnt ihr den Newton aufhalten. Bevor er großen Mist baut, wie zum Beispiel eine Festung, die wie ein Gesicht aussieht oder sowas. Mit dem Herz unter Newtons Kontrolle ist die ganze Kreativität von Vancum gefangen wie ein Hamster im Ball. Okay. Viel Glück. Das werden wir aber brauchen. Mein Gehirn ist wie ein Sieb. Ich habe das Wichtigste vergessen. Kauft mir einen lustigen Souvenirhut, wenn Zeit dafür ist. Oh Mann. Okay. Ihr habt es gehört, unsere Mission hat sich gerade geändert. Scheiß auf Banke. Wir müssen einen lustigen Hut beim Souvenirshop kaufen. Der Hut ist wesentlich wichtiger als alles andere. Wieso habe ich hier 34% schon geschafft? Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Ja gut, egal. Wie es weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Part von Little Big Planet 3. Bis bald.